Herzlich willkommen zurück zu Mafia 2, The City of Empire Bay. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Wir sind hier nach wie vor bei Clementi & Co., dem alten Schlachthof. Warum eigentlich alter Schlachthof? Ist ja nicht mehr in Betrieb. Qualmt ja doch noch kräftig. Können wir hier rein? Wir suchen nach einer Möglichkeit, in diesen Schlachthofkomplex einzudringen und sehen, was Luca dort eben treibt. Und bisher das noch nicht so mit Erfolg gekrönt. Dann klettern wir hier mal rüber. Reden mal mit dem Herrn hier, der uns irgendeinen coolen Tipp hat. Möchte er mit uns reden? Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wie man in das Schlachthaus da kommt? Und was wollen Sie da drin? Mein Hund ist reingelaufen. Ich suche ihn. Ihr Hund, ha? Ja, wissen Sie, wie man reinkommt oder nicht? Also erstens mal muss ich Ihnen sagen, Sie sind ein miserabler Lügner. Zweitens, da Ihr Hund keinen Schlüssel für das Gebäude hat, muss er wohl durch das Abflussrohr reingekrochen sein. Durch die Kanalisation? Okay, danke. Korrekter Mann. Möge sein Motor schnell wieder lauffähig sein. Also, das haben wir schon gedacht, dass wir hier durch die Kanalisation rein müssen. Nur jetzt offenbart sich mir auch deren mögliche Location. Das hier sieht doch nach Rohr aus. Hier scheint doch ein gemütliches Plätzchen zu sein. Schätze, das kann ich Und aufbrechen. das Schloss scheint von minderer Qualität, weswegen wir einfach jetzt Das reinstapfen. stinkt. Was denn du erwartet, Vito? Wäre wohl irritierender, wenn es hier nach Rosen riechen würde. Wir haben ja unseren Kampfanzug an. Was soll denn passieren? Waffen sind hier nicht erlaubt. Okay, dann haben wir auch nicht mit Gegnern zu rechnen. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Oh, glaube nicht. Als Maul, du Köter. Ich würde mal sagen, sobald wir aus dem Rohr draußen sind. Scheiße! Ja, das ist womöglich scheiße, ja. Wer jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Unser schöner Kampfanzug ist ein richtiger Fäkalanzug geworden. Ich denke, sobald wir hier rausgeklettert sind, können wir dann auch Waffen und Gewalt einsetzen. Klingt doch gut, Waffen und Gewalt. Hier entdecke. Halt's Maul, verflucht noch mal. Ist da jemand? Da ist keiner. Okay, also Also der halt's Maul, Tooltip sonst machen wir Hackfleisch aus dir. impliziert quasi, dass Verdammt, Falcones was ist Männer denn? hier, gehalten werden. Ich dich doch Jetzt. noch, ihr kleiner Ah, Scheißkerl. Überraschung. Gut, dann warten wir mal. Gehen wir hier hin. Also wir können, denke ich, hier irgendwo hinten rausklettern. Aber wir sollten warten, bis Gut, alle weg die Luft sind. ist rein. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir klettern hier mal hoch. So. Und hier hin. Ja, Vito, was machst du denn wieder? Also wir wollen jetzt keine Zirkusnummer oder auch kein Klamauk durchführen, sondern hier mal anständige Mafia-Action. Und da ist ein schlafender Scherge. Wenn wir den nicht irgendwie Reich der Toten befördern, nein. Egal. Schleichen wir da mal auf leisen Sohlen hin. Einer von Falcon, Ohne Scheiß. Ja, was zum Teufel ist denn los? Sieht nicht so aus. Okay, also einfach den Gang entlang. Klingt einfach. Wird's aber fürchte ich nichts werden. Was haben wir für Möglichkeiten? Können wir uns hier in diesen Wägelchen verstecken? Ich weiß es nicht. Werden wir wohl erst herausfinden, wenn es soweit ist. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen.
Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Auf einfach. Teufel. Einfach mal, dass hier rechts die Luft rein ist. Ja, doch. Sieht gut aus. Was soll die Frage? So richtig rumgestöhnt. Scheint also Spaß zu machen. Scheint also richtig Spaß zu machen. Nein, das Spaß beiseite. Gehen wir mal da lang. Ah ja, hier haben wir so ein Fließband. Können wir dann die ganze Raumlänge schleichen. Aber was machst du denn? Auf E können wir uns um die Ecke bewegen. Habe ich das jetzt richtig gelesen, so im Augenwinkel, während ich mich auf andere Dinge konzentriert habe. Ja, brav. Sehr gut, sehr gut. Können wir da jemand reinwerfen? Das wäre doch ein Heidenspaß, oder nicht? Hier lang. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Können wir hier raus? In den Ohren. Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von. Weiß nicht. Er schaut ein bisschen. Verpisst euch von hier. Okay. Oh, ist volles Risiko. Sehr schön. Komme sofort. Jawohl. Und er wird auch zur richtigen Zeit gerufen. Das läuft doch wie am Schnürchen. Man nennt mich auch. Den Schleicher. Glaubt ihr, ich weiß nichts von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sollst du so gehen wie dein Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Okay, der hässliche tätowierte Fleischkloß hat sich soeben eine Tracht Prügel verdient. Komm her, Schatz, komm her. Oh. Nein, 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 nein. Ihr verpasst die Tracht Prügel, ja? Hey, sag mal, kannst du mal aufhören mit diesen nervigen Jabs? Alter. Und damit hast du nicht gerechnet, wa? So, Fettsack. Feierabend. Und. Ja, der ist. Nahezu. Oh, noch so eine Kombination sollten wir nicht fangen. Machen wir wieder mit einem schönen satten Punch rein. Genau, das wollte ich. So, jetzt können wir hier die Geschichte auch beenden, würde ich vorschlagen. Oh. Komm, hau einen Jab raus. Noch ein. Und jetzt Punch. Punch. Jawohl, brav. So. Und nach vorne. Da hat er Probleme. Und er hat unsere Dreierkombi wieder unterbrochen. Das fällt ihm eigentlich ein.
Gut, dann gehen wir hier mal jetzt richtig in die Offensive. 1, 2, 3. So gesagt. Fertig. Jungs, wie geht? Ich weiß gar nicht. Das war echt ein schwerer Fehler von dir. Hast du recht? Kann ich so nur unterschreiben. Ach. Ach, er hat einen erledigt. Stark. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Nee, wir vergessen dich nicht. Ja, er hat eine Knarre und er ist wirklich stinkesauer. Ah, Deckung. Deckung wird jetzt angebracht. Schau mal. Okay, doch, die Schrotflinte. Ich wollte gerade sagen, die ist okay, Vito. Die Raumgröße vielleicht nicht so optimal. Aber sie ist ziemlich gut. Der pisst sich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Was ist? Sind Sie erledigt? Ja, rate mal, wer als nächstes. Du bist erledigt, mein Freund. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können mit Scheiße, zu spät. Da kommen sie. Erster. Oh, muss mal kurz Deckung aufsuchen. Wow. Wow, 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 wow. Er hat die Wahrheit gesagt. Wir müssen nicht noch mehr reinkommen lassen. Das kommt wie von zwei Seiten. Hast du mal Sendepause, ja? Komischer Revolvermann. Ja, drei Treffer. Die Schrotflinte ist hier absolut nicht durchschlagskräftig genug. So. Nummer 1, Nummer 2. 3 hat gleich auch mal ausgeschissen. Der gefällt mir nicht, den müssen wir von hier platt machen. Das könnte. Na, nö, er hat schon ins Gras gebissen, praktisch. So. Wir dürfen hier nicht in den Gang kommen, sonst überraschen sie uns noch. Wie auch sein, einfach sein freiliegendes Knie. Das ist schmerzhaft. Also ich wollte nicht, dass jemand auf mein freiliegendes Knie zielt. Okay. Vorne noch einer, treffen wir den. Perfekt. Und... den da können wir direkt jetzt erledigen, wenn er hier sich in Deckung wähnt. So. Und du? Was super coole Moves. Verdammt, so treffe ich dich nicht. Ich ziemlich nice Gewehrmoves, die du da machst, mein Freund. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen. Bringt dir aber nichts. Ja, klar. Wenn man mehr so scheiß Anrufe macht. Komm schon, lass mich rein. Leck mich. Na los, worauf wartest du? Gib dein Bestes. Ja, komm schon. Ja. Nicht mehr. Oder hast du was anderes? Scheiße. So kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Hamburg oder so. Wie heißt mit der verdammten Schrotflinte? Wir nehmen die Karre. Nachher. Verfluchter Hurensohn. Oh. Ich drehe dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hältst dich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Ah, Scheiße! Ah.
Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden noch ein Messer aus dem Leib, du kleiner schmatzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Gut. Wird das ja erledigt? Ich hoffe auch, dass unser neuer Freund der Falcone-Familie wirklich seinen Job macht. Luca auch wirklich... den Rest gibt. Oh, und was haben wir denn da? Wenn das mal nicht Lukas schicker Wagen ist, von dem ich vorher gesprochen habe. Ein Schubert Frigate. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sehr schick. Wird mir außerordentlich gut, dieses Wägelchen. Können wir das Tor ohne Wagenbeschädigung vielleicht öffnen? Ah, das ist ja super. Ja, Nein, es schwingt wieder zu. Wir müssen durchfahren. Es wird Kratzer geben. Leute, es wird böse Kratzer geben. Tiefe Kratzer. Oder? Ah, nö. Es war weicher, als ich dachte. Sehr fein. Was ist unsere Mission? Uns mit Eddie im Falcon treffen. Und uns zünftig loben lassen, hoffentlich. Wie weit ist es denn bis zum... Falcon und Eddie. Ja, also mehr als weit genug, um hier einen Cut an dieser Stelle zu machen. Dann sehen wir uns am Falcon. So. Eine unserer Ratioblenden hat offensichtlich das Zeitliche gesegnet. Das muss natürlich korrigiert werden. Das sieht ja richtig bescheuert aus da vorne. Und wir hören uns an, was Eddie zu sagen hat. Und er macht, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie... gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren. Bleib mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist herausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Du stinkst fürchterlich. Wechsel deine Klamotten. $5,000. Nicht schlecht. Boah, wisst ihr was? Wir gehen uns einfach in einem Bekleidungsgeschäft um. Wo ist denn das nächste? Was ist das? Bekleidungsgeschäft, oder? Kaufen wir uns doch gleich mal was richtig Feines. Kann es ja auch gleich weitergehen mit dem normalen Wahnsinn in Empire Bay. Doch, ich glaube, es lohnt uns jetzt zum nächsten Bekleidungsgeschäft, oder? Oder? Was so aus. Wir dort allerdings erwünscht sind. Was anderes. Ist das Bekleidungsgeschäft? Nein. Wo ist das
Bekleidungsgeschäft. Ah, hier. Jetzt mal einen Abflug kommen. Hey, das sieht nach was richtig Großem aus. Wir da nicht rein, oder? Ach. Ach so. Wir sind ja nicht gerade in der Zeit von automatischen Kaufhaustüren. Was gibt's denn hier Feines? Dient mich mal jemand. Gehen Sie, wenn ich Ihnen etwas verkaufe? Ah, warum reden Sie denn so unfreundlich mit mir? Einen Maßanzug. Ah. Ah, Maßanzug mit Mantel. Ja, schick, kaufen wir die dunkle. Ah, wie sehen aus wie ein richtiger Gentleman. Merci beaucoup, freundliche Dame. Und ich Hexe. Ja. Anständig gekleidet und vom Duft befreit. Weil ich irgendwie ein bisschen bezweifle, ob der Duft vom... Hallo? Fällt ja ein. Einfachen Klamotten wechseln, los. So runter geht. Ich glaube, wenn man eine volle Ladung Fäkalien abkriegt, dann... mache ich mir echt gar nicht vorstellen, aber dann ist es damit, glaube ich, nicht getan. Egal. In dem Spiel schon, deswegen hören wir uns an, was Eddie Neues für uns hat. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann. Ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Ach, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst mich mal. Okay, das reicht. Gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito. Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten. Wirst du das tun? Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige.
Amico Nostro. Meine Herren, unser neuer Freund Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich, warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Kapitel 10: Zimmerservice. Oha, wir besitzen eine richtige Villa, die Villa Scarletta. Wir haben einigen Leuten in den Hintern getreten und sowohl auch die ein oder andere Mark, wollte ich gerade sagen, den ein oder anderen Dollar gemacht. Jetzt klingelt das Telefon, aber Leute, wer da dran ist und was dieser jemand oder vielleicht diese jemandin, korrekt zu gendern, von uns möchte, waren wir. Ja, wir, ich weiß auch nicht. Bis in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch für alle Likes, für auch die Dislikes, für Kommentare oder Abos. Danke für eure Unterstützung. Macht's gut. Ciao. No time for me. I've been flying from town to town.